Hallo Freunde und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin schon ready gemacht. Unser Tag hat auch schon gestartet. Medina und ich und meine Schwester haben gefrühstückt. Sie sind da früh gleich hier zu mir gekommen. Und ja, haben den Morgen miteinander verbracht. Sie hat mir ein bisschen mit Medina geholfen. So konnte ich einiges im Haushalt erledigen. Aber das Wetter draußen ist mega schön. Ich bin außer Atem gerade. Ja, wir werden jetzt rausgehen. Wir chillen jetzt hier im Park, Freunde. Also haben uns hier einfach platziert. Wir haben keine Decke mitgenommen. Meine Schwester ist gerade spazieren mit Medina. Und ja, also wir genießen das Wetter richtig. Es ist richtig schön. Wir waren mit Medina schaukeln. Rutschen hat sie nicht so gefeiert, aber sonst ja. Also das Wetter, ihr seht, ist einfach toll. Und genießen es noch. Jetzt bei meiner Schwester. Probiert es aber. Ja. Das kam türkisch. Das schmeckt voll gut. Und wir sind bei meiner Schwester, er ist auch gekommen. Steht sogar türkisches Erfrischungsgetränk. Hab uns Essen mitgenommen. Es gibt Lammdürüm. Lammdürüm. Medina schläft und ja, wir essen. Wir essen jetzt. Leute, 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 es ist der nächste Tag und wir haben schlechte Nachrichten. Gestern haben wir das Video ja nicht. Also den Tag hier nicht beendet. Wir waren ja bei meiner Schwester. Und das ist ja auch der schlechte Teil. Denn mein Schwager hat leider Corona gehabt. Und Momo wurde angesteckt. Also wir haben einen Test gemacht. Ich bin negativ, Momo ist positiv. Ich bin auch gleich also ins Krankenhaus gegangen. Ins Krankenhaus gegangen mit Medina. Ich habe sie auch testen lassen, weil das macht nicht jede Stelle. Also bei Babys testen. Und ja. Medina ist auch negativ, also Momo ist positiv. Ich hoffe, das bleibt so. Wir halten jetzt ein bisschen Abstand zu ihm, wir sind spazieren. Medina hustet ein bisschen, das ist aber einfach so, das hat sie schon Gott sei Dank davor auch. Aber ja, Freunde, echt übel, echt, echt übel. Ich muss sagen, in diesen 2,5 Jahren Corona erwischt es uns das erste Mal, also ihn. Ich hoffe mich nicht. Mal sehen. Aber ich bin negativ dabei. Also ich habe mich wieder testen lassen sogar. Und Freunde, normalerweise wirklich, wie auf dem Kinderwagen schläft Medina eine halbe Stunde meistens. Und jetzt schläft sie fast 2 Stunden schon. Und langsam weiß ich echt nicht mehr wohin. Also sie ist nach dem Krankenhausbesuch gleich eingeschlafen. Und ja, also ich bin wirklich froh, dass sie nichts hat. Die Ärzte haben mir nur ein paar Nasentropfen verschrieben. Und generell soll der Krankheitsverlauf, wenn sie was haben sollte, eh nicht schlimm sein. Aber sie ist negativ und ja, ich auch, wie gesagt. Ja, aber ich teste mich regelmäßig, Freunde. Ich halte euch am Laufenden. Wir haben vorhin noch was gegessen und Momo ist dann, also hat davor geschlafen und schläft jetzt wieder. Es ist Zeit für Medinas Mittagsschläfchen und ich muss sagen, wir sind heute sehr früh wach gewesen. Schon rund 7, 8 Uhr. Deswegen bin ich dementsprechend auch voll, voll müde und werde mich wahrscheinlich auch hinlegen. Das gab es außerdem zum Mittagessen. Es schaut jetzt, also ich habe alles, was übrig vom Reis und vom Essen noch übrig geblieben ist, habe ich in einen Topf gegeben. Ja, das war sehr lecker und wir haben es alle drei gegessen. Also. Ich spiele hier jetzt mit Medina so Lego XXL. Er bereitet das Essen vor mit Maske. Freunde, ah ja, mein Test ist gekommen, mein zweiter. Ich bin wieder negativ und ich muss sagen, ich habe mich kurz schlecht gefühlt, so ein bisschen krank, aber nachdem der Test negativ war, fühle ich mich schon viel besser. Und deswegen habe ich gemeint, er soll sich auch noch mal testen. Ja, es zerstört alles. Okay. Essen ist jetzt fertig, Freunde. Medina ist schon geduldig, deswegen muss es schnell gehen. Es gibt Tomaten, so türkische Tomatensuppe à la Thermomix. Kartoffelpüree, Fischstäbchen, Salat. Ja, mein Salat, weil wir teilen hier nichts. Hier gibt es noch einen Abstand zwischen den Fischstäbchen. Alles hat seinen Sicherheitsabstand. Aber Essen habe ich gemacht. Mit einer Maske. Mit gewaschenen Händen, hoffentlich.
Es ist der nächste Tag und ich glaube, ihr hört es. Dementsprechend war auch die Nacht. Mir geht's auch nicht gut. Corona-Test sagt negativ, aber ich habe. Ja, sie packt einfach, ja, sie zerstört einfach. Die sind alle krank. Ja, Medina auch. Ich hoffe, wir haben kein Corona. Ich hoffe, es ist nur normal krank. Ich habe jetzt noch einen Corona-Test gemacht. Ich hoffe, der ist negativ. Keine Ahnung. Dabei hab nur ich. Und. Ja. Was denn? Ich war kurz davon. Ja, wenn ihr Tipps habt und auch mal Corona hattet und überlebt habt, dann meldet euch bei uns und gebt uns auch Tipps. Und schreibt in die Kommentare, das letzte Wort von diesem Video ist Hashtag positiv. Positiv. Aber ich bin vielleicht noch negativ, ich habe noch Hoffnung, okay? ja, das war's auch für dieses Video. Diesmal mit nicht so guten Neuigkeiten, aber ja, es gehört, glaube ich, leider zu dieser Zeit dazu. Das war's auch und ja. Tschüss, Leute, einfach.